Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von NBA 2K15 My Career auf der PS4 mit mir, The Firestorm LP. Ich will euch herzlich begrüßen zu der neuen Folge. Wir sind jetzt hier bei den New Orleans Hornets mit der Nummer 10, hier Chris Beef. Und unser nächstes Spiel, unser erstes Spiel bei den New Orleans Hornets in der NBA wird gegen San Antonio sein. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen weiter. Wir sind ja noch in unserem 10-Tage-Contract, unserem 10-Tage-Vertrag. Und das sind insgesamt 3 Spiele, die wir überzeugen müssen, damit wir entweder einen weiteren 10-Tage-Vertrag kriegen oder direkt einen Jahresvertrag. Aber wir werden jetzt erstmal spielen, das nächste Spiel machen. Deswegen drücke ich jetzt X. Und es geht los. Aufgelevelt bin ich schon, also viel Spaß. Ich freue mich drauf. Gucken, wie ich performe. So, you the rookie that's gonna shock the world, huh? Sure as heck gonna try. Good. I'm glad you are here. Just remember, it's all out there for you. Work hard, listen, watch how we do. And you got a chance to do something special. Now let's see what you got. Thanks. I'm happy to be here, man. I'm pumped. Let's do it. Krasser Typ hier, Chris Beef. Die 10 bei den New Orleans Hornets sind Versuche, mein Ziel ist, sie in die Playoffs zu bringen. Das ist mein Ziel. Anscheinend ist Al Jefferson unser, in Anführungszeichen, Ansprechpartner, beziehungsweise unser Mentor, kann man das so sagen, ja. So sozusagen unser Ezio Auditore da Firenze. Das ist der NBA, Saison 2014-2015. Ja, freue ich mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Weiter geht's. Wir sind bei, keine Ahnung, wie viel Prozent, über die 90er. Gleich geht's los. It's home to the Alamo and the Spurs. San Antonio, Texas, as we bring you an interconference rivalry here at the AT&T Center. We're happy to have you with us for 2K Sports midweek presentation of NBA Basketball. This is Kevin Harlan with Steve Kerr and Clark Kellogg. First game of this trip here for the Hornets. They're hoping to start it off with the W. They put it all together over the course of the last 7 games. They've only had 1 loss over that span. Little extra incentive here. So, wir gucken erstmal den ersten Spielzug an. Wir haben den Tip-Off gewonnen. Kid Gilchrist hier am Ball, eigentlich fast im Aus eigentlich. Im Post, Al Jefferson jetzt. Dem Hookshot, der geht nicht rein. Weiter geht's Tony Parker auf Man und Ginobili. Weil auf Kawhi Leonard. Und der auf im Post auf Duncan. Und Duncan natürlich, der macht den rein. Doch nicht. Jefferson mit dem Rebound. Jetzt Gary Neal. Auf Williams ist das. Und der wird gefoult von Duncan. Wir wollen schon die ersten Punkte sehen, würde ich sagen. Ja, Williams hier. Marvin Williams, the former number 2 pick out of North Carolina back in 2005, now in his 10th season in the NBA. Gucken, was der so macht. Sehr gut. Und jetzt gucken wir uns noch den zweiten Freiwurf an und dann werden wir zu der, wenn wir fortfahren, um eingewechselt zu werden. Wahrscheinlich im zweiten Viertel oder Ende des ersten Viertels. Denke ich. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Let's go, you're up. My time. Now let's find out what head coach Greg Popovich had to say. Wir führen 12-8. Gary Neal auf Kid Gilchrist. Der kann jetzt eigentlich mal einen Jumper loslassen. Weil Kawhi Leonard verteidigt ein bisschen Zone. Und jetzt Kemba Walker eigentlich gegen Tony Parker. Den muss er eigentlich machen. Ja, und? Ja.
Auszeit jedenfalls von San Antonio. Ja, okay, ich bewache. Patrick Mills. A different look now for San Antonio. Matt Bonner, he's checked in for Duncan. Green comes in for Manu Ginobili. And it's Mills in for Tony Parker. And stepping out onto the floor now for his very first official NBA playing time. We're going to check out our first glimpse of professional basketball from Doc. Just an amazing story we have here, Clark. Here is someone who has had to scrap and fight every bit of the way, but now he's made Alter, direkt erstmal Punkt erlaubt, weil ich, weil Thiago Spill mich direkt erstmal voll weggebamst hat, ja. Voll weggecheckt. And it's the Hornets with the ball, following the three-pointer by San Antonio. Inside to Jefferson, out left to the wing, and that's out of bounds. Okay, aber Hornets Ball. Ja, Greg Popovich hier natürlich. Ah, jetzt welche Shooting-Position verschwunden direkt erstmal. Oh Gott, ich muss noch gegen Danny Green arbeiten. They've had a very good run at their own end of the court. Fifth best, Michael Kidd-Gilchrist. And that's a group of perhaps the most well-rounded defenders in the league. Yes. Erstmal einen Assist kriegen. And that's the ideal makeup of a wing defender. The perimeter defense is really a requirement. I mean, you got to be able to do that, but you can also block shots like these guys can. You become even more valuable. And here's Mills after Gerald Henderson hitting the three. Now the pass to Green. Six to shoot. There's the screen. Let's it go from deep. Biombo. Patty Mills is on fire. The rapid fire three is coming from everywhere. I thought it might be a little imprudent to try to get those points. Kurz Pause, ich will vielleicht was in den Optionen. Trainereinstellungen. So, dann wird mir angezeigt, hier kann ich ein paar. Boah! Erstmal einen Dank machen! That's a basket he'll never forget. Guys, the only question now is how many more so of them does. Erstmal ein Dunking gemacht, ey. Als erster Punkt, ne? It's not going to take him long to get him either. This guy can score. Here's Bellinelli following the bucket by the Hornets. Good blast work there. Rebounds have been a little tough to come by for them in this quarter. Well, it looks to me like they're still finding their way out there, but it is. Komm, brauch mal Block. They set the screen. There's the dish to Vonleh. Here's the three. Sehr schön, passt zum Assist. That is not an easy shot right there. He had to get it off over a taller defender. A little bit of a rainbow three, but like you said, it had to be with the size mismatch. Oh, we've seen some great shots in the first quarter. No shortage of offense. Nicht schlecht. 20 zu 40 momentan. Charlotte gegen die Charlotte Hornets gegen die San Antonio Spurs im Moment. Wir führen im Moment, aber das heißt noch lange nichts. Ja, Michael Carter Williams. Wir überspringen das einfach mal. Alright, the second quarter beginning in just a moment. And when you consider how Charlotte is doing, Stephen Clark, what are your thoughts? Boy, a ton of threes in that first quarter. This team really lighting it up, guys. Yeah, it's been an onslaught from downtown. Ja, die Girls sehen schon gut aus. Das hat 2K wirklich gut gemacht. Aber das überspringe ich auch mal. Und ich bin wieder draußen. So, dann gehen wir wieder rein gegen Corey Joseph. Biombo, he's checked in for Vonleh. Michael Kidd-Gilchrist comes in for Gerald Henderson. Doc, he's checked in for Gary Neal. And Walker subbed in for Brian Roberts. On the floor for Charlotte. Ach, Zonenpass. MKG and Marvin Williams holding down the forward spots. Bismack Biyombo is out there with Kemba Walker. Wo muss ich denn hin? Oh, ich bin Spielzüge nicht angezeigt.
Die Spielzeuge auch, müssen mir auch angezeigt werden. Die, nicht drin. Als Spielzeuge alle anzeigen, okay. Da habe ich schon wieder den verpasst. Scheiße. Beautiful ball movement again. Last five trips, they've all ended with a great pass, leading to a basket, Steve. I mean, they are really sharing the basketball. Outside, Walker. Back to kick, Gilchrist. Just five to shoot. Here's Doc. Nee, der ist nicht drin. Der war schlecht. San Antonio's gone 1-3 from way outside since the start of the second quarter. Mills with it. He's picked up by Walker. Aber jetzt habe ich noch Kawhi Leonard. Outside Leonard to the wing on the left. Here's Mills. He's covered by Kid Gilchrist. Here's Splitter. And it's good. The time running. Geht ja noch rein, ey. Splitter's got his first basket. Boy, they are passing the ball very crisply right now. They sure are. That's three straight buckets that have come off of assists. Kid Gilchrist, the pass to Doc. Left side, Walker. Let's go. Yeah, sehr gut. Walker, der kann Dreier. Oder fünf wieder Assists bekommen. Der auch Punkte dafür kommen. Yeah, they were really in a funk from the field, guys. Credit the defense, definitely, but you know, even when they got open looks, they were not hitting. Hey, Steve, me and you flub up words and misstate things on occasion. So do these players have bad nights. Ja, Kawhi Leonard, das ist auch nicht mehr normal. MVP der Finals letztes Jahr. Left side Walker. Durchaus auch verdient. Knocks down the 10-footer. Walker's got 11 here in this quarter alone. Good job there, Kevin, getting himself a little space on the inside. Jo, jetzt ist die Halbzeit. Tight game here as we end the first half. Hornets lead by 3. Time now for the halftime break. With the third quarter soon to follow. Kein krasses Spiel von mir, aber ich denke, schon in Ordnung. In gewisser Weise. All right, listen closely, man. I've got a few things to touch on. We're going to turn this from a close game into our game. First of all, a big nod to how well we've taken care of the basketball. We're not taking any unnecessary chances, and that's meant very few turnovers. We were able to make an impact with our low post offense. Let's continue to exploit those good mismatches in the paint. And guys, where I want us to have the biggest presence in the next two quarters is on the offensive glass. That's where we're going to leave our mark. We know we can take their best punches and hang with them. Now it's time to hit them with everything we got and see how they handle it. Alles klar. Here we go now, the start of the third quarter, welcoming you back in a closely contested first half so far. We've seen Kemba Walker really having a great game. He is a dynamic scorer, guys. That much we know. And I'll tell you what, his talent was on full display there in the first half. Steve, he is a hard man to keep down, and so far, they've been unable to do it. Jo, dann geht's wohl los. Und wir machen wieder weiter, bis wir wieder drin sind. Gegen Corey Joseph. In den letzten 20 Sekunden. Und wir sind wohl hilflos unterlegen. Doc, he's checked in for Gary Neal. And Brian Roberts subbed in for Walker. Down low, it's Duncan and Splitter. Mills out there with Corey Joseph. And it's ja, okay, da wird auch nichts mehr gemacht. Das war jetzt ein schönes Spiel. And so it's San Antonio easily taking this one. Not much to be critical of with this ring part. Not at all. I mean, they showed up not just to play. Nah. They showed up to give great effort and to win. And they did both. And then... Leistung schlecht. Mitspielernote B-. Na, schade. Ja, verlassen wir das mal. Naja, also es war jetzt kein krasses Spiel von mir. Ich habe ja auch nicht so krass gespielt. Aber es war Sinn, waren auch die San Antonio Spurs, muss man auch ehrlich sagen. Mein erstes Spiel. Ich habe ein Dunking gemacht. Was wollt ihr eigentlich? 2 Assists.
The bad news is you played like a 50-year-old record lead bum, and we lost the game. You're supposed to ask what the good news is. What's the good news? The good news is I don't think it's possible for you to play any worse. Is this supposed to be making me feel better? Nah, man. It's supposed to make you understand this ain't just you. We all got a lot of work to do, and we're gonna do something special this year. So put this one behind you, learn from it, and move on, all right? Yeah, I... But a 50-year-old bum, though? If the shoe fits. Come on, man. Ja, besonders haben wir nicht gut gespielt, aber wir machen direkt mal noch eins. Einfach dranhängen. Wahrscheinlich werde ich in der Mitte cutten jetzt und das einen neuen Part anfangen, aber ich werde jetzt keine neue Begrüßung machen. Ja. Hab heute beim Spiel der Hornets gegen die Spurs das überraschende Review von Chris gesehen. Einen Kommentar gebe ich aber erst, wenn ich mehr Minuten kriegt. Ja, das ist nett. Parker, Chris macht 10 Punkte, aber Chris. Aber Chris und die Hornets tun so, als wäre das kein Ding. Was? Sorry, Chris, aber das war nix. Beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich wieder besser. Vielleicht könnte Chris heute seine Rookie-Nervosität abschütteln. Hoffen wir es sehr viel mehr, hat er nämlich nicht gemacht. Jonas scheint tatsächlich zu glauben, dass Chris ihn irgendwas... Ja, okay. Ach, komm. Ja, ich werde nochmal was verbessern. Jumpshooter. Kann ich nicht. Inside Scorer. Athlete. Spielmacher. Ja, das können wir machen. Defense können wir nicht machen. Spielmacher können wir machen. Können wir auch nicht machen. Wir machen mal 2 Inside Scorer Punkte. Machen wir mal. 2 Inside Scorer. Wir sind immer noch bei 66, aber gut. Das interessiert ja keinen. Wir machen direkt das nächste Spiel.